Essen, Nordrhein-Westfalen, eine Frau, 58, ist tot. Als die Polizei am Tatort in Essen eintraf, standen ihre beiden Söhne, 22 und 27, blutverschmiert am Haus. Es war 23.15 Uhr am Dienstagabend, als ein Notruf bei der Polizei einging. Der Beamte auf der Leitstelle verstand nichts, im Hintergrund war aber ein Tumult zu hören, dann brach das Gespräch plötzlich ab. Die Adresse wurde über die Telefonnummer ermittelt. Polizisten fuhren hin und fanden eine blutüberströmte Leiche. Die tote Frau soll massive Kopfverletzungen aufweisen. Beim Eintreffen der Polizei waren die an der Adresse gemeldeten Söhne am Haus. Die Klamotten voller Blut, einer hatte eine Schnittverletzung. Blutspuren vor und in der Wohnung. Foto: Klaus Felder. Die Polizei nahm beide Männer fest. Zur Tat sollen sie nach Bildinformationen nichts ausgesagt haben. Polizeisprecher Lars Lindemann: Wir müssen davon ausgehen, dass die beiden festgenommenen Söhne in das Verbrechen verwickelt sind. Man gehe davon aus, dass einer von ihnen auch der Anrufer war, der das Verbrechen am Notruf meldet. Das Motiv für die Bluttat ist noch völlig unklar. Ermittler vor der Essener Doppelhaushälfte. Die beiden Söhne der getöteten Frau wurden festgenommen. Foto: Klaus Felder. In der Nacht suchte die Polizei mit Hubschrauber, Wärmebildkamera und Hunden die Umgebung ab. Die Ermittler konnten nicht ausschließen, dass es noch einen Täter auf der Flucht gibt. Ein möglicher Hinweis: Das Gartentor hinter dem Haus stand offen. Die Suchbemühungen blieben ohne Ergebnis. Ermittler sicherten in Schutzanzügen Spuren im Doppelhaus, überall im Gebäude soll es Blutspuren geben. Im Laufe des Tages sollen die Brüder vernommen und der Leichnam obduziert werden. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Die Polizei bittet unter 0201 8290 um Hinweise von Zeugen. Mehr aktuelle News aus dem Ruhrgebiet und Umgebung lesen Sie hier auf ruhrgebiet.bild.de, Facebook und Twitter.